Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3. Wir sind im Haus der Wahrsagerin stehen geblieben und machen es auf dem Weg weiter. Ja, kleine Ankündigung für die nächsten 15 bis 30 Minuten. Den Teil habe ich schon mal gespielt, da sage ich am besten direkt mal vorweg. Warum? Ja, technische Probleme. Mein Aufnahmeprogramm hat einfach die Aufnahme nicht mehr aufgenommen. Beziehungsweise die Aufnahme verweigert nach ein paar Sekunden. Das habe ich nach ungefähr einer halben Stunde gemerkt. Ein bisschen eigenartig, weil mein, wie gesagt, weil das Programm eben, ach, ist auch egal. Es kann euch eigentlich egal sein. Ich ärgere mich gerade noch ein bisschen. Da liegen Fotos auf dem Boden. Was ist das? Ja, da sind, wir haben gerade gesehen, da war eine Statue von Aschenputtel, einer von den Schneewittchen. Und hier auf dem Foto sehen wir auch die, die Bilder oder die Schatten der Figuren. Aber irgendetwas ist daran anders. Findet Heather. So, wen haben wir jetzt hier? Es ist die Aschenputtelpuppe. Ja, vielleicht erinnert euch noch, Aschenputtel braucht ja einen Schuh, den haben wir jetzt, stellen wir hier einfach mal hin. Und die Schneewittchenpuppe. Der Schneewittchenpuppe stellen wir einfach mal den Puppenkopf in die Hand. So, damit ist irgendein Mechanismus hat sich betätigt. Es war nicht der Mechanismus, der diese Tür öffnet, sondern der Mechanismus, der diese Tür hier öffnet. Die war vorher geschlossen, ansonsten gibt es im Raum nicht so viel zu sehen. Ich laufe jetzt hier ein bisschen schneller durch, weil ich das, wie gesagt, kenne. Das ist der Drache, der die Schatztruhe bewacht. Ja, sie hat auch keine Angst davor. Das ist durch diese Tür, weil sonst gibt es ja nichts weiter. Ja, ich hoffe, dass es jetzt auch einigermaßen schnell geht. Denn es gab durchaus einige sehr unangenehme Stellen, an denen wir vorbeigekommen sind. Hier zum Beispiel, auch mit den Hunden möchte ich mich gar nicht allzu viel Zeit verschwenden. Auch eigentlich nicht hiermit, das uns jetzt schon einmal getroffen hat, aber ich könnte schwören, hier lagen noch nützliche Dinge rum, wie zum Beispiel hier. Ach scheiße. Elektroschocker-Munition und hier liegt eine Notiz. Die lesen wir uns auf jeden Fall durch. Dahlia hat es gesagt, sagte, dieses Mädchen sei eine Dämonin. Dass sie meine Tochter als ein Opfer nahm. Aber es ist nicht rundweg glaubhaft. Ich meine, der Schein kann trügen, als ich das Foto im Krankenhauskeller sah, dachte ich. Das Mädchen sieht aus wie Cheryl. Habe ich jetzt halt solche Gefühle? Aber hier stimmt jedenfalls etwas nicht. Dabei kommt nichts Gutes heraus. Aber ich kann sie mir einfach nicht als eine Dämonin vorstellen. Will ich mir das nur ein oder tut sie mir tatsächlich leid? Warum kommt es mir so vor, als würde sie jemanden suchen, der ihr hilft? Für mich ist nur Cheryl wichtig. Alles andere kann warten, bis sie zurückkommt. Am Ende ist ein Datum und eine Unterschrift. Das Datum ist vor etwa 17 Jahren und die Unterschrift lautet Harry. Papa? Jetzt müssen wir schnell weg hier, weil sonst gab es hier, glaube ich, nichts. Hier gab es hier irgendetwas. Nichts weiter außer Abgründe. Und wir wollen uns auf keinen Fall treffen lassen. Dann gehen wir nochmal schnell durch diese Tür. Ich hoffe, wir haben alles Wichtige eingesammelt. Und ja, was haben wir hier noch alles? Oh ja. Ein Erste-Hilfe-Kasten, das ist sehr gut. Popcornwagen, ist nichts Besonderes dran. Hier liegt wieder irgendetwas ziemlich Ekliges, das ich gerade nicht identifizieren kann und auch nicht möchte. So, hier ist uns nichts weiter. Abgründe. Aha. Ein Eintritt zum Glückskarussell, meinten die nicht Unglückskarussell? Das ist ein Kassenhäuschen, aber es ist niemand da. Da mogel ich mich doch lieber einfach rein. Dieses Karussell, naja, irgendwas ist schnell weggedrückt, keine Ahnung. Ja, irgendwie mogelt sie sich aber hier nicht rein, ich weiß nicht. Oder ich weiß nicht, wie das reinmogeln geht. Aber hier sind wir auch schon. Moment. Oh, nö, energietechnisch geht es uns ganz gut. Denn, jetzt gleich ist Bossfight-Time. Vorher noch eine andere Kleinigkeit. Also wir sind jetzt hier und was steht hier?
eine Notiz wurde mit einem großen Nagel ans Pferd geheftet. Wenn 13 Umdrehungen sich viermal drehen, wird ihr Fluch dich töten. Willst du entkommen, gibt es nur einen Ausweg, um zu töten, bevor du getötet wirst. Du wirst durch den 12. Tod gerettet. Ja, ihr seht, das Pferd lebt. Naja, es lebt ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist kein normales Karussellpferd. Es ist nicht aus Holz oder Plastik. Ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie eigenartig. Ja, es ist irgendwie eigenartig. Wir können dieses eigenartige Pferd ein wenig... Moment, meine Festplatte ruckelt gerade wie Sau. Ich sehe überhaupt nichts. So, jetzt geht's wieder. Genau, wir können diese eigenartigen Pferde ein bisschen mit dem Katana zähmen. Das sollten wir auch tun. So. So. Ist eine ziemlich stupide Aufgabe, aber es muss gemacht werden. Und großartig Munition möchte ich auch nicht verschwenden, deswegen benutze ich das Katana. So, immer schön drauf. Es ist wirklich eigenartig, Heather, ne? Es blutet nämlich. Oh Mann. Wie ärgerlich, dass mir die Aufnahme abgekackt ist. Denn, eins kann ich sagen, ich war froh, dass ich den Bossgegner besiegt hatte. So. Dann fehlt es noch einer. Kann das sein? Bist du der Letzte? Scheint mir so. So, passiert jetzt irgendwas? Automatisch? Oder kann ich irgendwie triggern? Das Pferd ist gerade hochgesprungen. Ich schaue mir das gerade nochmal an. Wir haben schon gelesen, aber gut. Ja.